Hallo und Servus zusammen, ich bin's wieder, der Drewman vom Ultra Nerd Chicken Squad und heute stelle ich euch diese AMK MSK STT V1.2 vor. Ich weiß, es ist ein verdammt langer Name, aber wie es damit war zu spielen, ob es ein langer Spieltag war, das seht ihr jetzt. Viel Spaß! Kommen wir mal zu den Grunddaten von dem Ding hier. Mit eingefahrenen Stock hat es eine Länge von 830 mm. Fahren wir den Stock aus, haben wir eine Länge von 900 mm. Das Teil gibt es so in dieser Farbe, diese Version. Dann gibt es diese Version hier nochmal in Schwarz und dann gibt es extra nochmal eine CQB-Version. Die gibt es ebenfalls in dieser zweifarbigen Variante plus nochmal Schwarz. Dann ist einfach alles komplett schwarz. Richtig cool. Wiegen tut das ganze Gerät hier 3 Kilogramm und hat etwa 1,6 bis etwa 1,8 Joule. Der Anschlussstecker ist ein DIN-T-Stecker. Im Lieferumfang enthalten ist nicht nur die Airsoft selbst, sondern auch noch zwei Midcap-Magazine mit jeweils 140 BPs Kapazität, ein Reinigungsstab, der dafür ausgelegt ist, und ein Speedloader. Obendrein gibt es auch noch diese zwei Iron Sights, ist immer wieder mal ganz praktisch. Verbaut wurde hier ein Messinglauf mit einem Innendurchmesser von 6,03 mm und einer Lauflänge von 400 mm. Die Hop-Up Unit ist stufenversteuerbar, ist ziemlich praktisch, so wird verhindert, dass sich das Hop-Up unbeabsichtigt oder ungewollt versteuern kann. So, weiter geht's mit der Gearbox. Verbaut wurde hier eine V2 Gearbox, quasi diese Standard M4 Gearbox, die jeder kennt. Darin befindet sich etwas Besonderes. Das Nozzle, welches verbaut ist, hat einen O-Ring und wird aus Aluminium gefertigt. Das ist jetzt nichts Besonderes. Allerdings ist dieses Nozzle sehr, sehr lang. Das ist eines der längsten Nozzle, die wir bisher gesehen haben in der Airsoft. Und es war schon mal interessant. Der Zylinderhead wurde aus Aluminium gefertigt und verfügt über zwei O-Ringe. Der Piston hingegen wurde aus Kunststoff gefertigt und hat Stahlzähne darauf. Also ist wirklich hochwertig, kann man nicht sagen. Der Pistonhead wurde auch aus Aluminium gefertigt, verfügt auch wieder über einen O-Ring. Die Gears, auch aus Stahl gefertigt, aber haben auch eine kleine Besonderheit, nämlich wurden sie geschortstroked, quasi ab Werk, ist auch ziemlich cool. Ein MOSFET haben wir hier auch verbaut, ein Bugatti Core und Federschnellwechselsystem existiert auch, das befindet sich nämlich hier hinter und ist ziemlich leicht erreichbar. Kommen wir jetzt zu Optik und Verarbeitung. Optisch bietet sich hier uns eigentlich ein wirklich schöner Anblick. Ist jetzt nichts so Besonderes, aber was richtig cool kommt, ist diese zwei Farbenkombination, dieser Übergang. Schaut hammermäßig geil aus. Auch sonst ist es wirklich gut geschnitten, finde ich. Von der Verarbeitung her ist eigentlich auch alles ziemlich gut geworden. Hier ist kaum was scharfkantig, beziehungsweise eigentlich ist mir nichts aufgefallen. Auch so die Übergänge und die Materialien, die verwendet wurden, alle absolut hochwertig. Aber eine Kleinigkeit ist uns leider doch aufgefallen und ein bisschen ins Auge geraten. Nämlich hier drüben die rechte Seite, also die komplette rechte Bedienseite. Die Bedienelemente wackeln oder haben, ja, man hat kein richtiges Gefühl, sage ich mal. Also hier merkt man es, vielleicht hört man es, hoffe ich mal. Es scheppert komisch und irgendwie hat man Angst, dass es gleich auseinanderfällt. Da müssen wir definitiv nochmal gucken, was da los ist. Und hier vorne bei dem Magazinauswurf ist das gleiche Problem. Der schwankt, wackelt und hat ordentlich Luft. Und so viel Luft sollte da eigentlich nicht sein. Aber trotzdem konnte uns die Optik sowie die Verarbeitung überzeugen. Und deswegen kriegt sie 9 Punkte da bei uns. So, weiter geht's mit der Funktionalität. Und zwar sehr viele Funktionen, die uns diese Knifte hier bietet. Zum einen können wir hier hinten schon mal das Schulterstück ausfahren. Dann haben wir seitlich diese Knöpfe. Also diesen Knopf hier habt ihr auch auf der anderen Seite, wenn ihr die beide eindrückt, dann könnt ihr den Stock ausfahren. Der lässt sich in mehreren Stufen einrasten, ist ziemlich praktisch und lässt sich auch ziemlich gut bewegen. Dann haben wir hier, ich zeige es mal hier, haben wir hier eben quasi noch diesen Knopf, den können wir drücken, wenn man hinkommt, hier,
Drücken wir ein und dann können wir diesen Stock hier umklappen und dann seht ihr hier zum Beispiel auch gleich dieses Federschnellwechselsystem. Dann geht es weiter, haben wir hier diesen Hebel, den ziehe ich zurück, dann bewegt sich das Cover oben nach hinten quasi und dann haben wir hier die Hop-Up-Unit, an die kommen wir jetzt eben ran, die kann man verstellen, die lässt sich mit ein paar Clips einstellen, so wie man es haben möchte. Hier drüben, ewiges hin und her, ist ein Knopf, da könnt ihr den quasi runterdrücken und dann schnallt es nach vorne, das heißt, hier geht der Hebel nach hinten, das Ganze aber auch auf dieser Seite hier. Gehen wir hin, drücken hier nach unten, zack, fliegt nach vorne. Dann kommen wir zum Feuerwehrhebel, den haben wir hier einen, wie auch auf der anderen Seite, den möchte ich jetzt eben nicht bewegen, weil der gerade ein bisschen wackelt. Ich zeige es euch mal von der Seite hier, man lässt sich da nicht lumpen, da kommt man ganz bequem hin. Ist wirklich super zum Verstellen. Hier ist dann eben der Magazinauswurf, wie auch auf der anderen Seite, der lässt sich auch super gut bewegen. Ansonsten haben wir hier eben nochmal unsere Iron Sights vorne und hinten und das war es eigentlich mit den Funktionen. Mehr gibt es nicht so wirklich. Natürlich darf man nicht vergessen, der Trigger hat quasi gar keinen Abzugsweg. Also da macht Spigatti-Coil wirklich super gute Arbeit. Hervorragend. Da gibt es bei uns, ich glaube es waren 10 Punkte. Regie? Ich glaube auch, ja. Wir dachten uns, ihr seid am Spielfeld, dann wollt ihr bestimmt auch spielen. Wenn ihr spielen wollt, braucht ihr wahrscheinlich auch Magazine, sonst könnt ihr das Ding ja hier gar nicht betreiben. Deswegen haben wir uns mal hingesetzt oder hingestellt und haben sämtliche Magazine durchprobiert, die wir haben. Und jetzt zeige ich euch mal so ein bisschen die Favoriten. Aber im groben Sinne kann ich jetzt erstmal sagen, alles was wir getestet haben, hat gefeedet und hat gepasst. Und das ist schon mal sehr gut. Anfangen tue ich jetzt mal mit diesem Hi-Cap-Magazin hier der Marke G&G. Das passt perfekt rein. Es klickt aber irgendwie nicht. Das ist ein bisschen komisch, aber es sitzt drin und man kann es auch nicht rausziehen. Also sitzt, aber es gibt halt leider Gottes kein Feedback. Feeden tut es aber wunderbar. Also falls ihr Hi-Cap-Magazin spielen wollt, kauft euch das G&G. Das Crytek Hi-Cap-Magazin, was wir hier haben, ja, passt auch perfekt rein. Wackelt nur ein bisschen, aber mein Gott. Es klickt aber zumindest. Weitergehen tut es dann noch mit dem Midcap-Magazin vom Hersteller. Passt perfekt rein, klickt auch ein bisschen, wackelt klein wenig, aber quasi gar nicht und feedet, wie man es wünscht vom Hersteller, überhaupt. Wunderbar. Ich wollte sagen, super, war komisch. Dann unser absoluter Favorit, das G&G Highcap-Magazin. Man steckt es rein. Midcap! Midcap, genau, das meinte ich. Man steckt es rein. Es sitzt wunderbar, das passt perfekt, es klickt beim Reinstecken und es feedet wunderbar. Kauft euch dieses Magazin für diese Airsoft, ich sage es euch, das ist glaube ich so ziemlich das Beste, was wir gefunden haben. Ein optisches Highlight kann ich euch natürlich auch präsentieren, mein Must-Have bei jeder M4, bei jeder Airsoft eigentlich an sich, wenn es gibt, ein Waffelmagazin. Es klickt beim Reinstecken, sieht gut aus, wackelt leider ein bisschen auch zur Seite, aber es sitzt und es feedet perfekt. Kann man nicht meckern. So, jetzt seid ihr am Feld. Ihr habt eure Magazine, aber jetzt braucht ihr noch einen Akku. Also haben wir uns hingesetzt und haben euch Akkus rausgesucht. Zuallererst möchte ich aber ein kleines Vorwerk geben. Um an das Akkufach ranzukommen, beziehungsweise an den Anschlussstecker, ist es ein bisschen mehr Aufwand. Ihr braucht dafür einen Hammer in den meisten Fällen und einen Durchschlag. Kann auch sein, dass ihr Modelle erwischt, wo es ein bisschen leichter geht. Dann habt ihr hier vorne, ich versuche euch mal zu zeigen, hier einen Pin. Dann haut ihr da mit dem Hammer drauf, dann geht der Pin quasi raus und ihr könnt den Henker hier runterziehen. Dann könnt ihr den Akku anstecken, könnt den Henker wieder raufstecken, Pin durch und das Ding ist fest und der Akku ist montiert. Da gibt es jetzt aber noch eine kleine Einschränkung. Wenn ihr jetzt mitten am Spieltag seid, sagen wir mal, ihr seid auf einem größeren Event, mehr Tages-Event und euch geht der Akku aus, müsst ihr immer euren Hammer und euren Durchschlag dabei haben. Das ist ein ziemliches Problem. Deswegen würde ich euch empfehlen, kauft euch eine Akkubox, macht die außen ran, könnt ihr nämlich zwei Akkus reinlegen. Außerdem hat es noch einen Vorteil, wenn es regnet, liegt der Akkustecker nicht frei rum. Ist nämlich auch ziemlich unpraktisch, wenn dann stark Regen ist und dann kommt da Wasser auf euren Akkustecker rauf. Ist nicht so geil, denke ich, muss ich euch jetzt nicht erläutern. Naja, jedenfalls, die Akkus haben alle gepasst, was wir ausprobiert haben, egal ob Triple Stick oder ein einfacher Zweier Stick, kein Problem.
Single Sticks müssten auch reinpassen. Konnten wir jetzt nicht ausprobieren, hatten wir leider keinen da. Wir haben es aber ausgemessen. Von dem her müsste es eigentlich gehen. Aber durch dieses kleine Malheur mit dem Hammer und dem Durchschlag kriegt sie leider nur 9 Punkte von uns. Von 10 möglichen. Also trotzdem ziemlich gut. So, weiter geht's mit dem Handling. Sie ist halt ziemlich lang. Sagen wir es mal so. Sie ist eher für Outdoor gedacht. Deswegen gibt es auch extra eine CQB-Variante. Aber man kann sich nicht beschweren. Sie liegt ziemlich gut in der Hand. Hat einen guten Griffkomfort und alles. Die Gewichtsverteilung ist auch ziemlich gut. Die ist relativ zentral, sage ich mal. Hier ist das Hauptgewicht. Natürlich haben wir hier auch noch diesen Henker, der ein bisschen Gewicht dazu bringt. Aber das macht absolut keinen Abriss. Es stört absolut nicht. Sie lässt sich auch gut für beide Seiten benutzen, sage ich mal. Man kann da nicht großartig meckern. Wenn man möchte und sich denkt, hey, ich möchte das Ding doch noch im CQB spielen, auch wenn es überhaupt keinen Sinn ergibt, kann man hier notfalls noch den Griff hier umknicken. Weiß nicht, ob es so viel besser ist. Auf jeden Fall ist es ein bisschen kompakter. Macht doch ein bisschen was her. Daher kriegt sie da ganze 10 Punkte von uns. Eben für das ganze Handling, für das ganze Gefühl. Einfach wunderbar. Bugatti hat diese AMK mit etwa 1,6 bis etwa 1,8 Joule angegeben auf der Homepage. Wir dachten uns, wir kronen jetzt mal nach und siehe da, wir sind auf 1,72 Joule gekommen, plus minus 0,05 Joule. Also ganz schön ordentlich, dieses Ding ist verdammt dicht. Kann man absolut nicht meckern. Was man allerdings sagen muss, ist, wenn man verdammt oft nacheinander schießt, richtig schnell in Folge, da droppen die FPS, sage ich schon, die Joules trotzdem ein bisschen in den Keller. Also nur ein bisschen, aber Schwankungen sind auf jeden Fall da. Aber es hält sich definitiv im Rahmen, damit kann man, sage ich mal, leben. Die Reichweite ist auch wirklich sehr gut. Kann kein Mensch was sagen dagegen. Und die Präzision ist auch wirklich ziemlich gut da. Und sie streut auch quasi gar nicht. Deswegen kriegt sie da 9 Punkte bei uns. Somit sind wir jetzt leider schon wieder am Ende vom Video angelangt. Und jetzt kommen wir damit auch zu unserem Endfazit. Für 499 Euro kriegt ihr wirklich ein hammergeiles Spielgerät. Man kann da absolut nicht meckern. Die Bugatti-Werkstatt, die nochmal drüber gearbeitet hat, über dieses ganze Grundmodell von A&K, hat wirklich verdammt gute Arbeit geleistet. Muss man wirklich sagen, für dieses Geld, glaube ich, kriegt ihr nur sehr schwer wieder eine Airsoft, die genau auf diesem Niveau ist, wie diese hier. Sie hat von uns insgesamt 9,4 Punkte gekriegt von 10 möglichen. Ist also wirklich eine sehr hohe Hausnummer. Ich möchte quasi schon fast behaupten, dass es eine der besten ist, die wir bisher getestet haben. Und das heißt was, wir haben jetzt doch einige hinter uns. Und damit freue ich mich auf jeden Fall, dass ich jetzt das Video so beenden darf. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Folgt uns auf Facebook, Instagram, YouTube, was auch immer wir sonst noch haben. Lasst einen Daumen da, lasst einen Kommentar da, lasst Feedback da, da freuen wir uns auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns das nächste Mal, vielleicht sogar am Spielfeld. Und dann würde ich sagen, bis dann, macht es gut und passt auf euch auf, bleibt gesund. Ciao. Are you listening? Damn.